Sehr geehrte Damen und Herren, aus der aktuellen Pandemie haben wir gelernt, dass Transparenz hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Deswegen haben wir uns entschlossen, so schnell wie möglich mit dem RKI vor die Presse zu treten. Ich bin auch Ärztepräsident Reinhardt sehr dankbar, dass er sich heute in Bremen dazugesellt und auch Stellung nehmen wird, sodass wir zunächst ein paar Missverständnisse ausräumen können und dann auch Ihren Fragen begegnen können. Zunächst das Missverständnis Nummer eins. Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie. Von allem, was wir wissen, hat es Ausbrüche dieser Viruserkrankung schon sehr häufig gegeben und sie kann durch gute Kontaktnachverfolgung und Vorsicht auch gut in den Griff bekommen werden. Somit also sind wir hier nicht am Vorabend einer neuen Pandemie, sondern wir haben es hier mit Ausbrüchen zu tun, die einen bekannten Erreger betreffen und wo wir wissen, wie wir diesen Erreger bekämpfen können, im Wesentlichen mit sogenannten Public Health Maßnahmen, die gleich auch ausgeführt werden. Das Missverständnis Nummer zwei ist, dass man die Affenpocken drum nicht wirklich ernst nehmen muss. Das ist auch falsch, denn wir wissen jetzt noch nicht, weshalb die Ausbrüche international diesmal so anders verlaufen als in der Vergangenheit. Das heißt, hier ist es möglich, dass entweder der Erreger sich verändert hat oder dass die Anfälligkeit der Menschen sich für den Erreger verändert hat. Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Somit also ist hier unsere Aufgabe die, dass wir die Ausbrüche früh eindämmen. Denn wenn wir die Ausbrüche früh eindämmen, haben wir noch die Möglichkeit zu erreichen, dass sich dieser Erreger nicht beim Menschen einnistet und wir somit ein nennenswertes endemisches Geschehen aufbauen. Daher also muss man schnell reagieren. Und das Missverständnis Nummer drei ist, dass es nur diejenigen betreffen würde, die ungeschützten Sex mit Unbekannten hatten. Das stimmt zwar für bestimmte homosexuelle Männer, beispielsweise Sexarbeiter, dass die jetzt im Moment stärker betroffen sind, aber der Erreger kann auch zum Beispiel Kinder betreffen, er kann alle Geschlechter betreffen, er kann Kinder, Erwachsene, Jugendliche betreffen. Und wir wissen, dass in Zentralafrika die Variante, die dort üblich ist, dass diese sogar eine Sterblichkeit von bis zu 11% bei Kindern unter 16 Jahren haben kann. Somit muss man das Ganze schon ernst nehmen und wir müssen reagieren zu einem Zeitpunkt, wo die Fallzahl noch niedrig ist. Der wichtigste Schritt dafür ist Information. Wir müssen zunächst einmal die Risikogruppen, die wir derzeit kennen, gezielt ansprechen. Die Hauptrisikogruppe zum jetzigen Zeitpunkt sind Männer, die Sex mit anderen Männern gehabt haben. Und das muss man ansprechen können, um diese Gruppe zu schützen, zum Eigenschutz der Gruppe. Das ist keine Stigmatisierung. Hier handelt es sich lediglich um die Beschreibung der derzeitigen Risikogruppe. Und auch diese Risikogruppe kann ich ja nur schützen, indem ich die Risikogruppe auch anspreche, direkt anspreche, vorurteilsfrei, ohne Stigmatisierung. Und ich habe ja schon darauf hingewiesen, das kann auch ganz andere Gruppen in Zukunft betreffen, sodass wir neue Risikogruppen dann hätten. Das wollen wir aber da verhindern. Deshalb müssen wir reagieren. Bei der Reaktion gilt das Gesetz, was auch jetzt in Genf bei der Weltgesundheitsversammlung noch einmal diskutiert wurde. In den frühen Phasen einer Epidemie muss hart und früh reagiert werden. Daher haben wir mit den Ländern heute eine RKI-Empfehlung entwickelt, die wir den Ländern für die Umsetzung ans Herz legen wollen. Kernbestandteil ist, dass diejenigen, die infiziert sind, sich für mindestens 21 Tage isolieren sollen. Da soll es eine Isolationsanordnung geben für mindestens 21 Tage und also Symptomfreiheit, weil wir wissen, manchmal ist die Infektion auch über den 21. Tag hinaus noch möglich. Dann bleiben die Krusten, die sich dann typischerweise gebildet haben, noch weiter ansteckend. Somit also ist hier eine Isolation von mindestens 21 Tagen und mindestens bis zum Abfallen der Krusten notwendig. Ebenso soll es eine strenge Empfehlung, eine dringende Empfehlung für die Kontaktpersonen geben, die unmittelbaren Kontaktpersonen, und Herr Wieler wird gleich ausführen, wer das genauer ist, für ebenfalls 21 Tage, sodass wir mit Isolation und Quarantäne von mindestens 21 Tagen
das frühe Ausbruchsgeschehen in den Griff bekommen können. Darüber hinaus wollen wir auch also den Schutz aufbauen für die Bevölkerung, falls das Geschehen der Infektion sich weiter ausbreitet, wollen wir vorbereitet sein auf mögliche, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht also empfohlene, aber mögliche, eventuell dann notwendige Ringimpfungen. Das heißt, um den Infizierten herum werden dann die Kontakte geimpft. Wir haben einen Impfstoff also bestellt, bis zu 40.000 Dosen Invanex, der also für die Bekämpfung der Affenpocken in den Vereinigten Staaten zugelassen ist und auch in Deutschland wirken würde. Dieser Impfstoff kann genutzt werden, um eine Ansteckung zu verhindern, aber auch bei den Angesteckten, bereits Angesteckten, den Ausbruch der Erkrankung verhindern oder zumindest kann es verzögern. Und ich rechne damit, dass wir also hier eine Reserve in Kürze geliefert bekommen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, ob wir den Impfstoff so einsetzen müssen, ob wir ihn zum Beispiel bei Kindern als Kontaktpersonen einsetzen können oder müssen. Das wissen wir noch nicht. Das wird mit dem Robert-Koch-Institut, aber auch mit dem Paul-Ehrlich-Institut sehr intensiv besprochen. Schließlich, ich bin im täglichen Austausch auch in dieser Sache mit dem Robert-Koch-Institut und auch mit den Kolleginnen und Kollegen von der europäischen ECDC-Behörde, die hier also ein Risk Appraisal gestern 14 Uhr möglich gemacht hat und die sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie diese Ausbrüche in Europa verhindert werden können. Und wir sind auch sehr eng mit der WHO im Austausch. Ich glaube, dass wir noch sehr gute Chancen haben, diesen Erreger zu stoppen, nicht nur in Deutschland zu stoppen, sondern in ganz Europa zu stoppen. Dafür machen wir derzeit alles. Wir reagieren hart und schnell und werden also nicht zulassen, dass hier die Reaktion verschleppt wird.